In Amsterdam bin ich geboren, hier in dieser wunderschönen Stadt. Ich hab nun mal mein Herz an sie verloren, weil sie was wie keine andere hat. Nirgendwo wie hier ist man so gastlich, hört man nur komm rein und niemals raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Solche Brötchen gibt's nur hier alleine, so viel Ruhe gibt es nirgendwo. Hier steht alles so fest auf den Beinen, Contra ist man nie, man ist nur Pro. Wo bekommt man so billig nen Hering? Wo so billig den Geburtstagsstrauß? In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Amsterdam, du schönste Stadt auf Erden, wo sich alles dreht, nicht nur ums Geld. Du kennst noch die Kutschen mit den Pferden und die größten Künstler dieser Welt. Nirgendwo herrscht solche Bombenstimmung und bekommt ein Kasper mehr Applaus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. In dieser Stadt kenn ich mich auch. Alles alt, alles staub hier. Hier. Ja. Sieht genau wie de Neubauwohnung. Schrecklich. Neem maar de jak uitzien. Als je vragen zich vielleicht, was macht ihr hier? Aber in diesem Haus habe ich jarenlang gewoond. Als kleiner Jungen. Und da liegen noch sämtliche Sachen von uns. Die liegen hier noch. Zum Beispiel das. Ah, der Fußball. Im Drehen, ja, Fußball. Und der Hauswirt hat mich gebeten, all die Sachen wegzuräumen. Denn ich glaube, ein junges Ehepaar will hier einziehen. Dann wollen wir gleich anfangen wieder. Was ist das? Oh, ein altes Zeugnis ist das. Immer das letzte Jahr sehen. Das ist schön. Hier. Englisch eine 1, Französisch eine 1, Deutsch eine 6. Deutsch. Typisch, ich habe jetzt überhaupt keine Schwierigkeiten mehr mit dem Deutsch. Bloß Sie, die es verstehen müssen. So, was ist noch mehr? Ah, hier. Das hier. Das ist noch aus der Kriegszeit. Unsere E-Werk. Ich musste abends nach oben. Und trat dann ein paar Stunden in die Pedalen, damit sie unten mit Hilfe von diesem Dynamo, diesem Draht nach unten, dass sie lesen könnten mit so einem glühenden Spiker, wie heißt das, glühende Nadel. Und ich habe ausgerechnet, dass ich pro Abend etwa 50 Kilometer geradelt bin. 50 Kilometer pro Abend, das ist von Den Haag nach Amsterdam. Und das jeden Abend, habe ich gemacht. Ich bin heute Nachmittag bin ich noch mit dem Wagen da vorbei gefahren. Nou, ich kann die Strecke nicht mehr sehen. Schrecklich. Und weil es so langweilig war, hatte ich ein Radio an diesen Dynamo angeschlossen. Hier ist es. Schöne Musiktrube, was? Even gucken, ob es okay. Hier muss es irgendwo sein.
Even verzoeken, hoor. Na, dan heet dat. Meine Damen und Herren, rast das Feld in das Stadion hinein. An der Spitze, Rudi Altig, verfolgt von Pullion Anquetil. Rad an Rad und jetzt tritt Rudi Altig an. Rudi, der sportstarke Mann, hat schon 1, 2, 3, 4 Längen herausgeholt. Er braust auf das Ziel zu 20, 10, 5 Meter. Da reißt er die Arme hoch und er gewinnt. Rudi, der Liebling der Massen, der sich heute wieder einmal in ihrer aller Herzen hineingefahren hat. Oh. Kennen Sie die Dinge? Das sind Kuhkästen. Die habe ich als Kind gebastelt. Sie auch? Zo niet, dan lassen Sie even sehen, was das ist. Ich habe Bilder ausgeschnitten und geklebt in diese Schuhkarton, leeren Schuhkarton. Hier ein Loch gemacht und dann ein Deckel mit Pergamentpapier drauf. Und dann könnte man da so da reinschauen, ein Kuhkasten. Ja, was ist das auch wieder? Oh, er zijn Persische markt. Komen ze hier van heen, kunnen ze eens zien. Persische markt, met allem drum en dran. Wijze sklaven, blinde bettler, slangenbeschwörer. Oh, wenn ik als kind daar zo rein guckte, ik had nog een beetje fantasie zo, dan guckte ik rein en dan zag ik mezelf mitten in de scène. So, wir sind jetzt in tausend und einer Nacht, allerdings bei Tageslicht, aber alles hier nicht echt. Großer Schwindel, nur für die Touristen. Zum Beispiel, wie die Frauen balancieren mit Vasen. Großer Schwindel, ich habe hier arabische Groschen. Gucken Sie mal. Bitte sehr, großer Schwindel. Tut sie in Spartop. Ja. Aber größter Schwindel an dieser Seite. Dieser Mann spielt, diese Schlangenbeschwörer, Playback spielt er. Hé, kom, hör mal auf mit dem Gedudel, denn ich gehe ein paar weiße Sklaven verkaufen. Kom, fünfmal Halbzeit. Nein? Moment, Schere. Zack, boom. So. Tonband gerät auf. Danke. Kom mal gucken, was ich verkaufe. Ja? Ja, hier ist Ali Ben Youssef wieder. Und wenn Ali Ben Youssef auf dem Markt erscheint, dann wissen Sie, er hat wieder etwas ganz Besonderes. Da ist heute Morgen eine Partie Duftturbine eingetroffen, so etwas. Und ich gehe sie für ein Ei und ein Butterbrot verkaufen. Ich dachte erst noch, ich mache einen Verleih mit ihnen auf, aber wer weiß, wie sie wieder zurückkommen, nicht wahr? Allerdings, Pfoten weg von der Ware, hä? Komm, geh spielen im Sand, in der Sahara, mit einem Kamelchen, hä? So. Ich habe hier vier Knüller, vier Bauchtanzerinnen. Komm, Kinder, tanz mal eben Bauch. Na, ist das schön? Opa, sowas hast du bei dir zu Hause nicht, was? Und du fragst vielleicht, was kostet das alles? Das kostet alles eine Mark pro Kilo. Selbstverständlich gibt es bei mir auch Rabattmarken. Denn Sie wissen, bei Ali Versand liegen Sie richtig. Ja oder nein? Sind die mit oder ohne? Mit Schwiegermutter zum halben Preis. Und wie lange habe ich Garantie? Garantie? 1001 Nacht. Kann ich mal eine zur Probe mithaben? Nein, du bist ab der vorigen noch drei Raten zurück. Geht leider nicht, tut mir leid. Gut, jetzt will ich mal eben den Schleier von diesem Maskenball lüften. Erstens hier, Angebot der Woche. Bitte sehr. Oh, Moment, komm, lachen. Lachen, ja, bitte sehr. Niemand Interesse? Nein, wieder zu, komm. Sommerschlussverkauf. So, hier Spitzenmarke. Etwas ganz Besonderes war jahrelang Operationsschwester bei Fremdenlegion. Bitte sehr. Jemand Interesse? Nein? Zurück zum Erzeuger. Bitte sehr. Und hier ein spezielles Angebot wieder. Das Mädchen hier war jahrelang Assistentin bei einem Fakir. Sie schlug den Degen, fraß Feuer und schlief auf einem Nagelbett. Niemand? Nein? Wieder zumachen. Ach. Mach die Heftzwecke selbst wieder fest, bitte. Ja, danke. Und hier wieder etwas Orientalisches. Eine wunderbare Schönheit habe ich hier ver... Wer bist du denn? Russischer Geheimdienst. Ah, raus. Du bist im falschen Kuhkasten. Ah, komm, raus. Desvidanya. Desvidanya. So,
Hat jemand Interesse, de ja oder de nein? Ich nehme sie alle. Alle drei? Alle drei. Gib mir 300 Mark und sie gehören Ihnen. Gut, in Ordnung. Eben die Quittung hier. Umtausch der Ware nur bei Vorlage der Quittung möglich. Bitte sehr. Dankeschön. Mädchen, neue Besitzer. Komm, mach's gut, hè? Tschüss. So, 300 Mark ist. Wo gehen die hin? Nach Deutschland. Das war ein Fotograf. Die Mädchen kommen auf Titelseite von Deutsche Illustrierte. Wann? Wann? Jede Woche. Mit Schleier? Wahrscheinlich nur mit Schleier. Ja, 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 ja. Was ich hier alles erlebt habe. Heimlich meine erste Zigarette geraucht. Mein erstes Bierchen getrunken und mein erstes Mädchen geküsst. Ich denk noch immer voller Sehnsucht an die erste, mein erstes Mädchen und den allerersten Kuss. Es hat so herrlich angefangen, doch dann bin ich fortgegangen und wir sahen uns nie wieder. Es war Schluss. Ich nahm ihr alles, was es so im Leben gibt. Ich bin gewandert, hab gelebt, hab geliebt. Doch ich denk so oft zurück an das allererste Glück, diese Liebe auf den ersten Blick. Vielen geht es so wie mir, und man wünscht, wär sie doch hier, das Mädchen, das man so vermisst, das Mädchen, das man nicht vergisst. Ich denk noch immer voller Sehnsucht an die erste, mein erstes Mädchen und den allerersten Kuss. Es hat so herrlich angefangen, doch dann bin ich fortgegangen. Und wir sahen uns nie wieder, es war Schluss. Es hat so herrlich angefangen, doch dann bin ich fortgegangen. Und wir sahen uns nie wieder, es war Schluss. Das ist auch noch aus der Kriegszeit. Eigenbauzigarren von meinem Vater. Ich werde ihm die Ehre geben, eine zu probieren. Aber ich muss ein Messer haben, ein Zigarrenmesser. Wie mache ich das? Oh ja, Mausefall. Diese Mausefall, die habe ich selbst gebastelt. Selbst gebastelt. Sehr sadistisch gemacht. Stückchen Käse dort. Dann Mäuschen rein. So. Tjup. Köpfchen weg. Zo. Dan kun je hier in vliegen en een flesje koffie maken. Ik zag ze kunnen in vliegen en maar een tasse koffie maken. Zo, oh. Man kan merken dat het eigenbouw is. Oh. Wat is denn dat? Guten Tag, Fräulein. Guten Tag. Störe ich? Nein, aber wenn Sie da so stehen bleiben, dann stören Sie. Kommen Sie rein. Ich meine rauf. Ja, darf ich auch? Danke. Ja? Augenblick bitte. Augenblick. Sorry. Das, darf ich mich vorstellen? Ich heiße... Rudi. Und ich bin Heidi. Mhm. Immer noch an der gleichen Stelle. Mein Daumen. Nein, nein, die Narbe da. Die ist von mir, da habe ich dich mal gekratzt. Okay. Mhm. Wie war Ihr Name? Heidi. Und wo wohnen Sie? Nebenan. Ich habe dich gerade hier raufgehen sehen. Wohnen Sie vor 20 Jahren auch schon nebenan? Aha. Aber dann... Nein. Ja. Aber dann bist du... Heidi! Ja. Oh, das ist aber toll. Oh, das freut mich. Du hast dich aber verändert. Warst du die kleine... Okay, mit deinem Mantel. Danke. Warst du die kleine Göre mit den Sommersprossen und mit den Zöpfen und Schleifen? Genau. Warst du das? Oh, wie nett. Weißt du noch? Du warst meine erste Freundin.
Und weißt du noch, dass ich dir deinen allerersten Kuss gegeben habe? Mhm. Wie? Du weißt es noch? Mhm. Weißt du noch, wie alt wir damals waren? Ich glaube, du warst 8 und ich war 6. Ja. Hab ich schon früh angefangen. Ne? Und weißt du noch, wie wir nachmittagelang hier zusammen, wenn es draußen regnete, gespielt haben? Das Bett war noch nicht da, ne? Mhm. Aber die Kuhkästen, die waren schon da. Weißt du noch, dass wir zusammen auf die Straße gingen und die Leute angehalten haben? Ja, einmal durch den Groschen. Mhm. Was war das mal noch? Was war das mal noch? Das war ein Saal im königlichen Palast. Oh ja, das habe ich gemacht. Sag mal, möchtest du gern König sein? Ja, aber nur mit dir als Königin. Mhm. Ja. Mein Thron wankt. Hast du dich verletzt, mein Guter? Ja. Heute Morgen habe ich ein Kinderheim eröffnet. Muss ich das Band durchschneiden. Hopp, so in meinen Finger. Hat schrecklich geblutet. Guck mal, ganz blau. Sag mal, was macht denn der Lippenstift da auf dem Bäffchen? Hm? Mein Bäffchen? Eine Frau durchbrach die Absperrung. Schrecklich. Das ganze Protokoll durcheinander. Ja, deine Haare auch. Ja. Ich rufe mal eben den Hofmarschall. Hä? Majestät haben gerufen. Ja, Hoffi, gibt's noch was Neues? Nur Briefe von Kindern, die ein Bild mit Autogramm haben möchten. Oh, ich habe leider keine Bilder mehr. Was machen wir? Ah, die Karten. Kartenspiel. So, eben die Könige rausholen. Karo, Herz, hier, ja. So, noch mehr? Mm-mm. Nur noch 4. Es werden immer weniger. Hm? So, danke. Bitte. Was hast du gemacht heute? Ferngesehen. Ah, was war? Heiteres Berufe raten. Wie war es? Heiter. Welche Berufe waren drin? Ein Perleneinkäufer. Und eine Kranführerin. Ah, schöner Beruf. Mhm. So, bitte sehr. Und vielen Dank. Der Kunde ist König. Ja, gut. Weißt du, ich möchte auch so gerne an so einer Sendung mitmachen. Ja? Ja, aber selbstverständlich inkognito. Ja? Inkognito machen, sonst kennen die Leute. Ja? So mitmachen. Aber weißt du, welche Handbewegung ist nun typisch für unseren Beruf? Nein, das machen alle Leute, die eine Fernsehkamera auf sich gerichtet sind. Ja. Nein. Also ein Fußballspieler, der erst einen zu Boden schmeißt und sich dann entschuldigt. Auch nicht. Ja. Weißt du, warum habe ich keine typische Handbewegung? Hm? Alle Staatsoberhäupter, Diktatoren hatten eine bestimmte Geste. Hm. Hitler, Churchill, Mussolini, Stalin, Napoleon. Hm. Ja. Oh, so, zack, zack, tick. Hm. Weißt du, warum Napoleon immer seine Hand hier hatte? Nein. Hm? Weil er keine Hosenträger hatte. Ja. Ah, weißt du, was ist doch für ein Beruf? Was bin ich? Ne? König. Nou, dat is toch geen gehalt wat we hebben, dat is toch trinkgeld? Wenn Freitag de Lumpenhändler komt, sag mir dann eben Bescheid. Wieso hast du was für ihn? Ja, ik verzichte auf den Thron. Oh. Und weißt du, was ich mache? Nee. Ik gehe zu Lou van Burg. Ja, ik werde Schützenkönig. Dat bringt meer. Wunderbar. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich wollte es auch gleich sagen. Du sag mal, hier ist überhaupt nichts drin. Kannst du da nicht was Nettes draus machen? Ja, aber was? Was machen wir? Ja. Ja, ich weiß schon. Jetzt bin ich ja neugierig. Große Tovenet. Zauberkünstler. Simsalabim. Ja, 2 Streichhölzer. 2 Streichhölzer. Die muss ich eben durchbrechen. Aha. Ja. So. Und jetzt in das Loch. Eine drin. Und dann noch einer, so. Na, guck mal, bitte sehr. Was ist das? Knast. Thank you.
Weißt du, es macht mir gar keinen Spaß, mit dir im Knast zu sitzen. Na gut, nehme ich die Streichhölzer eben wieder raus. Ja. Bitte. Ich spiele nicht mehr mit dir. Was hast du da? Gemälde. Oh. Ach, schön. Oh, das habe ich selbst. Das ist nicht drauf. Das ist schon, ja, das habe ich selbst gemalt. Das ist Amsterdam im Nebel. Ah. Schön, hä? Und das, oh, weißt du, was das ist? Was ist das, Amsterdam bei Nacht? Nein. Nee. Brüssel. Ah. Was haben wir hier noch? Oh, ist andersrum. Auch, was? Andersrum. Ich? Oh, das Ding, ja, das ist auch schön. Willst du es haben? Ja, ich nehme es mit. Ne? Kannst du mitnehmen? Du kannst alles mitnehmen, denn alles muss weg. Da kommen junge Leute hier wohnen. Ja. Oh, hier. Ein Tropenhelm. War mal van onkel Heinz. Weißt du noch, wie ich früher davon träumte, als Forscher in den Urwald von Afrika zu gehen? Ah, Urwald, da haben wir doch auch noch was. Hier, Urwald, da habe ich doch immer die Palmen geklebt. Ja, weißt du, ich möchte immer noch gerne als erster Weiser zu einem Neger in den Urwald gehen. Warum? Wenn ich ihm einen Witz erzähle, dann brauche ich nicht zu fragen, kennst du den schon? Entwicklungshilfe. Kein Angst, komm mal raus. Ich komme auch von der Hungerbekämpfung. Guck mal, was ich hier habe. Guck mal. Guck mal hier. Ich, Freund, keine Sammlung. Ich komme was bringen. Komm mal raus. Ja, prima. Komm mal raus. Brav, so schön, brav, schön, brav. Komm mal hier. Darf ich mich vorstellen? Vorstellen, ja. Chimek. Angenehm, angenehm. Setzen Sie sich nicht mal. Ja, dort sitzen. Ja, ja. Gesundheitsfürsorge. Gesundheitsfürsorge bin ich. Moment, wo habe ich das Ding? Ja, hier. So, ruhig, hè? So. So, tu es in deinen Mund. In deinen Mund. Nein, dan bekommst du auch die Unabhängigkeit. Brav, schön, brav, schön, brav. So, und das even zo. Und dann muss ich jetzt tief ab. Ich tu es selbst erst. Keine Angst, hier so. Das hört sich gar nicht gut an. Ich rauch zu viel. Jetzt du, keine Angst, hè? So, und jetzt tief durchatmen, tief atmen. Prima, prima, prima. So, und jetzt das eben gucken. 37,5 im Schatten. Okay, Mund auf, Mund auf. Sag mal, du bist ein Wrack. Schrecklich. So, und jetzt habe ich was für dich mitgebracht. Etwas ganz Besonderes. Ein Entwicklungspaket. Ja, das ist sehr schön. Wir werden dafür sorgen, dass du kräftig, stark und gesund wirst. Danke. So, mal gucken, was drin ist. Oh, schön. Guck mal, Sonnenöl. Und eine Sonnenbrille ist drin. Und Zahncreme. Ja, ich kann es dir leider nicht vorführen, denn ich habe gerade Zahnschmerzen. Was ist das denn? Oh, hier. Pillen für den Kreislauf. Darf ich mal einen nehmen, denn ich habe furchtbare Magenschmerzen. So. So. Na, was habe ich hier dann noch? Das ist gegen die Moskitos. Moskitos. So. Moskito. Oh, hier, da sitzt einer hier. Was ist denn? Nein, Vegetarier. Oh. Schön. Hier, das ist alles für die. Alles, hier. Guck mal. So. Schön, das ist für die. Schön, hè? Ja, hè? Nein, das behalte ich. Aber ich mag ein Bild von dir. Ein Bild, ein Bild. Wacht mal, in 5 Sekunden fertig. Wacht mal. So, stehen, ja. So. Lachen, lachen. Ha, lachen, ja. Zack, so. Und jetzt. 5 Sekunden warten. Und dann bist du endlich völlig entwickelt. Guck mal. Schön, hè? Das bist du, ja. Schön, hè? Nou, ich muss wieder gehen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche dir recht angenehme Pfingsten. Ich gehe zurück in die Zivilisation. Verdammt.
Sag mal, gibt es überhaupt noch Schwarze, die noch nie einen Weißen gesehen haben? Das weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass es viele Schwarze gibt, die keinen Weißen mehr sehen können. Du bist wohl auch nicht für die Entwicklungshilfe, weißt du? Ach was, dass die Leute auch herrlich rumtoben im Urwald. Ja, mein Leben. Oh. Wieso? Die fressen sich doch gegenseitig auf. Na und? Dich könnte ich einfach fressen. Hm. Ach ja, was ich früher alles werden wollte. Straßenbahnfahrer, Forscher, Bauer, alles. Und du, das weiß ich noch genau, du wolltest Sängerin werden. Ja, als ich 6 war, da habe ich immer schon geträumt und mich gesehen in einem wunderschönen Kleid, in einer herrlichen Dekoration. Dafür habe ich hier, glaube ich, noch eine schöne Dekoration. Ja. Hier, guck mal. Was ist denn das? Was das ist? Mhm. Ein Bauernhof. Bauernhof. Hm. Das Kleid passt aber nicht in den Bauernhof. Ja, das ist so. Aber was machen wir dann? Ich weiß nicht. Entweder du ziehst ein anderes Kleid an, oder wir ändern die ganze Dekoration. Das Letztere wäre mir lieber. Ja, aber, was machen wir? Ein Hotel, ein Nachtclub, eine Bar. Eine Bar. Eine Bar? Eine Bar. Mag ich eine Bar machen? Okay. Zusammen? Lauf. Ja, machen wir. Schöne Dekoration. Ruhe da unten, ne? Also eine Ruhe. Eine schöne Dekoration für eine Sängerin. Ja. Wirst du jetzt nicht zweistimmig, hoffentlich? Wirst du jetzt etwas für mich singen? Ja, gern. People. People who need people. So schön. So schön war das. Du schön singen. Danke. Jetzt möchte ich was zu trinken. Ja, ich habe leider ein kleines Problem. Ja? Ja, wir haben also einen Bauernhof, eine Bar gemacht. Na und? Ja, es gibt so viele Kühe, diese Bauernhof. Hm. Wir haben nur Milch. Hm. Willst du es sehen? Ja. Hm. Ah. Ja, ne? Wir haben eine Vollmilch, eine Buttermilch, ein Joghurt.
Na ja, gib mir mal den da vom Fass und einen kleinen Clan dazu. Ja, sicher machen wir. So, jubi. So. Danke. Bitte sehr. Mit einem kleinen Clan, bitte. Oh, mit einem kleinen Clan. Ja. Ja. Machen wir schnell so. Pizzer. Einmal Sahne. Dankeschön. So. Zum Wohle, hè? Zum Wohle. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Langer. Was soll sein? Einen Joghurt. Joghurt? Joghurt. Ja. Pur? Pur. Ist noch nicht ein bisschen früh für Joghurt? Ah, ist mir egal. Ich will mich heute besaufen. Ah, Joghurt dann. Heute weiß und morgen weiß ist ohne alle. So, so, er hat eine schöne Fahne. Ich möchte ein kühles Blondes. Hast du Geld bei dir? Ja, 1,50 Mark. In Ordnung. Mach ich schnell ein kühles Blondes. So. Jungs, gebt der Kuh noch was mehr Gras? Er ist zu wenig Druck auf der Leitung. Oh, Telefon. Ja, ich komme. So, da ist nur ein kühles Blondes. So. Hallo, Blatzheim hier. Wem wollen Sie sprechen? Hahn. Moment. Ist Herr Hahn hier? Nein. Oh, Moment. Hallo, der Hahn ist beschäftigt. Wiederhören. So. Kann ich noch eins haben? Nein, du kriegst nicht mehr. Na nu, warum? Ich hab mein Quantum doch noch gar nicht weg. Du hast schon mehr als 0,8 Promille Sahne. Geht nicht. Du weißt, bei Milch, Hände weg vom Steuer. Ja, dann gehe ich in die Kneipe nach nebenan. Wir haben keine Schankkonzession. Nur Ziegenmilch und so weiter. Oh, da ist deine Frau schon. Wo ist mein Mann? Hier. Ah, da sitzt er ja. Sitzt da wieder in der Kneipe und lässt dich volllaufen mit Vollmilch, was du Milchgesicht. Denk an deine Kinder, los, komm nach Hause hier. Aber ein bisschen Dalli. Los, los, los hier. Junge. War das eine Aufregung? So, wie lange was trinken? Bitte. Ah, auf jeden Fall, Langer. So, herrlich. Du sag mal, ja. Etwas verstehe ich nicht. Alles trinkt hier Milch und du trinkst Bier. Ja. Ich bin Abstinenzler. Schade. Nichts mehr drin. Ich habe einen furchtbaren Durst. Ja. Oh, guck hier. Alte Schallplatten. Oh, schön. Hier. Josef Schmid. Oh. Sarah Leander. Derwin. Derwin. Und hier, die Beatles. Die Beatles auf 78. Ja. Yeah, mach mal ein Beat. Ach ja, schön. Was haben die Lieder sich doch geändert? Hè? Aha. Also früher war es so schön, heutzutage sind es eigentlich die große Mode, die Protestsänger. Aber ich finde es nichts Besonderes. Ich bin schon jahre Protestsänger. Überall, wo ich singe, fangen die Leute gleich an zu protestieren. Dann wird das Tanzen sich erst geändert. Also früher haben die doch alle nur so eng aneinander getanzt. Und heute tanzen sie immer weiter voneinander entfernt. Ja, oh, das wird noch schlimmer. In einem Jahr ist es noch schlimmer. Dann tanzt der Mann in einem Tanzlokal und die Frau in einem anderen. Ja. Ungefähr kann es sein. Ach, ja. Du, guck mal, was denn das? Etwas Griechisches. 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 Ja. Ein Tempel auf dem Olymp. Ah. Oh, Heidi. In 1972 ist die Olympiade doch in München. Mhm. Weißt du, was ich mir so vorstelle? Nee. Ich bin eine Grieche in 1972 und du kommst aus Bayern. Guten Tag, Fräulein. Herzlich willkommen auf dem Olymp. Grüß Gott, der Herr. Wer sind Sie denn? Sorba, die Feuerwache. Ah, dann bin ich ja da richtig. Ich komme das olympische Feier abholen. Ah, ist es schon wieder soweit? Ah. Ach ja, 1972, ja? Wird es nett dieses Jahr? Ja, ja, alles kommt nach München. Afrika, Asien, Amerika und die Preisen. Alles. Ah, schön, schön. Und sind auch neue Sportarten dazugekommen? Ah ja. Unser Vogel, der hat sich schwer ins Zeug gelegt, dass er sich ein paar Sportarten sind rausgekommen, dafür sind ein paar andere reingekommen. Ja, so 3 bis 4 Goldmedaillen sind uns schon sicher. Wieso? Ja, also, der Marathonlauf, der ist aussehen, dafür ist das Schuhplatteln eine. Der Stabhochsprung ist aussehen, dafür kommt das Fensterl eine. Die Ringkämpfe sind aussehen, dafür kommt das Fingerhakeln eine.
Fingerhakeln, was ist das? Das. Oh, Fingerhakeln. Und zum Gewicht heben, da nehmen wir keine Gewicht mehr. Was dann? Maßkrieg. Und ist es, wie ist es mit dem Diskuswerfen? Aussi. Aussi. Ja. Da kommt jetzt der Schafskopf, meine ich. Ah, oh, ja. Das kann lustig werden, ne? Ah, oh, ja, freilich. Ja. Haben Sie die Fackel bei sich? Ja, ja. Ja? Da. So. Da ist's. Schön, schöne Fackel. Wollen wir da mal? Ja. Sie sagen so mal, das wird doch sonst alle, weil mit der Sonne und sein Gehasel und so. Heute nicht? Nein. Ist heute bewölkt. I'm dreaming of a white Christmas. Das ist gerade vor Pfingsten. Ja. Ja. So, schön romantisch, wo wir deine Kerzen. Ah, du, die sind alle. Es ist keine mehr da, ich hab nicht alle hingeschickt. Ja, nichts mehr. Typisch, dass die Dinge nicht mehr gemacht werden heutzutage. Schade, ne? Meine Tochter zum Beispiel, die. Du weißt, dass ich verheiratet bin? Mhm. Und du? Auch verheiratet. Auch verheiratet? Ja. Und kannst du dir vorstellen, dass wir hier mal Vater und Mutter gespielt haben? Tja. Da muss doch irgendwo ein Bild sein, aber wo? Ja, weiß schon. In der Truhe. Vater und Mutter spielen, ja, das war was Wunderbares. Wir spielten die Hochzeit des Jahres. Wir gingen Hand in Hand zum Standesamt. Vater und Mutter spielen, nein, das war eine schöne Feier. Du mit Hut und ich mit Schleier. Ich fand dich damals schon charmant. Und dann war mein Baby zu dieser Zeit. Ja, du hast gewickelt, gewaschen, gekocht, du wusstest Bescheid. Vater und Mutter spiel, ach, das war eine schöne Sache. Jeden Tag hier unterm Dache zu sein, wir beide allein, so herrlich, so fein, wir zwei. Bis ihr umgezogen seid und dann war es vorbei. Ein Sack mit Murmeln war das Haushalt. Wie ein Geizhals saß ich auf dem Geld. Was warst du doch für ein Pantoffelheld? Ach, das war das Vater- und Mutterspiel. Und so spielten wir das Ehestück. Selbst den Krach in unserem jungen Glück. Und du riefst, ich will zu meiner Mutter zurück. Ach, es gab beim Vater- und Mutterspiel so viel. Doch nun ist das Spiel aus für dich und mich. Ja, nun sind wir beide getraut, Mann und Frau, aber jeder für sich. Vater und Mutter spielen, wäre ich noch einmal sieben, würde ich dich wieder lieben, na klar, es war wunderbar, ein herrliches Paar wie wir. Alles Schöne noch einmal, doch dann allein mit dir. Alles Schöne noch einmal, doch dann allein mit dir. Alles Schöne noch einmal, doch dann allein mit dir. Alles Schöne noch einmal, doch dann allein mit dir. Es hat geklopft. Wer ist denn da? Guten Tag. Guten Tag. Dürfen wir uns mal hier ein bisschen umsehen? Aber selbstverständlich. Kommen Sie rauf. Es ist nämlich so, dass wir ab nächsten 1. diesen Boden gemietet haben. Tag. Ah, Sie sind das Ehepaar, was hier einziehen wird. Das heißt, ab nächste Woche, dann heiraten wir. Oh, oh ja, das ist nett. Heidi, wollen wir noch mal gehen? Ja, ich muss sowieso nach Hause Abendbrot machen. Ja, ich muss auch noch nach Hause meine Kinder ins Bett legen. Ja. Viel zu tun. So. Oh, haben Sie Ihre Aussteuer schon zusammen? Oh, wir haben noch nicht viel, aber... Wir haben uns. Sagen Sie mal, haben Sie außer sich auch noch ein Fernsehgerät? Ja, haben wir. Ah ja, das haben Sie. Na, dann brauchen Sie die Kuhkästen ja nicht. Können wir sie ja wieder mitnehmen, ne? Ja, natürlich. Dankeschön. Ja. Na, dann alles gut und viel Glück. Dankeschön. Danke. Toi, 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 ja? Ja. Oh ja, noch ein Ding. Wenn Sie einmal wirklich Vater und Mutter spielen und Sie bekommen Kinder, lassen Sie dann da oben noch ein kleines Stockwerk anbauen. Denn es gibt nichts Schöneres,
für Kinder aus rumzutoben auf so einem herrlichen, gemütlichen, altmodischen Dachboden. Thank you.